Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Heute geht es mal um das kommende Spiel F1 22 und die Strecken, die möglicherweise als DLC kommen würden. Ja, ihr habt es im Titel schon gesehen, 9 zusätzliche Strecken in F1 22. Also wenn alles nach Plan läuft, würde ich mal sagen, ja, ganz genau, so ist es. Aber erst einmal, was ist überhaupt ein DLC? Der eine oder andere wird mir wahrscheinlich jetzt sagen, boah Gott, Mike, jeder weiß doch, was ein DLC ist. Als ich das Bild, was ich euch gleich zeigen werde, gepostet habe, gab es zwei Leute, die nicht wussten, was ein DLC ist. DLC ist die Abkürzung für Downloadable Content. Das ist sozusagen eine digitale Erweiterung, die man herunterladen kann, und das ist wiederum zum Basisgame. Ziemlich einfach erklärt. Aber wo habe ich denn dieses Bild überhaupt her? Laut dem spanischen YouTuber Seve sollen diese Strecken, die ich euch jetzt im Hintergrund zeige, dazukommen, denn dieser besagte YouTuber hat das Ganze in den Steam-Files gefunden, plus die, die wir im Feature-Trailer zu sehen bekommen haben, also Portugal und China. Also die Strecken, die wir hier sehen, sind ja Vietnam, USA in der Kurzvariante, Russland, Japan in der Kurzvariante, Großbritannien in der Kurzvariante, der Hockenheimring und Bahrain in der Kurzvariante. Ich bezweifle mal, dass Russland wirklich dazukommt. Warum, das brauche ich euch nicht zu erklären. Ihr wisst schon, wegen der aktuellen Situation. Was ich aber ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ist, dass wir wieder mal Bahrain in dieser Ausführung haben, anstatt des guten alten Outer Circuits, wo die Formel 1 2020 den Sakhir Grand Prix hat stattfinden lassen. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Strecke wollte ich schon immer mal fahren. Nicht irgendwie in ACC oder sowas ähnliches oder AC, sondern in einem niegelnagelneuen F1 Game. Das wäre echt cool. Ansonsten die ganz normalen Kurzstrecken von USA, von Japan und auch Großbritannien dazu, alles schön und gut. Was ich am allergeilsten finde ist, und ich denke mal, da werdet ihr mir auch zustimmen, ist die Tatsache, dass der Hockenheimring in F1 22 zu fahren sein wird. Also es ist absolut geil. Also wie lange sind wir den Hockenheimring in F1 nicht gefahren? Seit 2000 und korrigiert mich, 19? Ich glaube 19, oder? Ob das Ganze Geld kostet, davon gehe ich mal stark aus, aber wie viel, das kann ich euch nicht sagen. Bei Updates würde ich euch das Ganze als angepinnten Kommentar unten reinschreiben, auch was den Zeitpunkt angeht, denn den kann ich euch leider nicht nennen. Ich vermute mal Spätsommer bis vielleicht Frühherbst. Also das ist reine Spekulation. Nagelt mich bitte darauf nicht fest. Ja, und zum letzten Punkt. Gibt es vielleicht noch die ein oder andere Strecke, die in F1 22 hinzukommen könnte? Ja, dazu habe ich auch was gefunden, denn der YouTuber Tom97 hat in einem seiner letzten Videos mit dem Titel F1 22 Three Things You Missed, hat er nämlich bei 7 Minuten 26 folgendes gesagt. Top of this, there were rumors of Turkey. Ne? Obendrauf gab es Gerüchte zur Türkei. Absolut geil. Also wenn die Türkei in F1 22 reinkommt, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Also die Strecke ist sowas von geil, gerade die Vierfach-Linkskurve, die absolut legendär ist. Und ein paar Sekunden später sagt er in dem Video nämlich auch noch Folgendes, was ziemlich cool wäre, wenn sie auch noch Malaysia mit reinnehmen könnten. Also ich sag's mal so, wie es ist. Entweder Malaysia oder die Türkei enthält, wäre schon geil. Ich meine, wie oft haben wir uns in der Vergangenheit gewünscht, dass es mal Oldschool-Strecken dazu kommt. Mit Hockenheimring haben wir, denke ich mal, viele erst einmal beruhigt, würde ich mal sagen, einschließlich mir, weil ich mag die Strecke. Vietnam kommt ja auch hinzu, gut, viele von euch hassen die Strecke, ich dagegen feiere sie, gerade wegen dem dritten Sektor, aber dass jetzt Malaysia vielleicht kommen könnte und dass es eine Gerüchte zur Türkei gibt, das finde ich absolut geil. Also bitte, liebes EA, liebes Codemasters Team, tut uns bitte allen Gefallen. Klatscht am besten beide gleich rein, das wäre super. In diesem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Wenn ihr Neuigkeiten zu F1 als Bilderpost haben möchtet oder auch den ein oder lustigen Reel, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann. Und ciao.